Hobbits, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem Part. Deponia mit den Zwergenfürst. Ich versuche heute mal was ganz Verrücktes. Mal schauen, ob das klappt. Ich hoffe, das sieht ganz gut aus. Ins Rathaus gehen wir jetzt erstmal. Wenn es nicht klappt, müssen wir es halt nochmal von vorne versuchen. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Das heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, okay. Ich habe sie eine Nummer, wie alle anderen auch. Eine Nummer ziehen müssen wir also. Hier haben wir Mick, Gonzo und Lobo. Und da hinten haben wir die liebe Lotti. Und wer steht hier noch an? Ja. Ich versuche mich einfach mal durchzudringen. Oh! Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Na, wenn wir da uns nicht einfach durchgedrängelt haben. Rumpus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Aha. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir. Hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach einer Bekannten. Aber mach es kurz. Da schaut er nach seiner Bekannten. Go. Die Himmelselfe aus Elysium. Rufus hat schon Fantasien. So, das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst... Er vermutet. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraucht werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon. Aber... Sie Kaffee. Wir brauchen Kaffee. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Umverteilung von Besitzeigentum? Naja, nur in eine Richtung, aber... Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Genau, an seinen besten Tagen, ja. Was haben wir denn so im Menü als Angebot? Jetzt haben wir einen Dart-Pfeil. Können wir da mit Goal? Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Ja, ja. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Wird besorgt. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Tja. Ausgezeichnete Diagnose. Nicht zwickern. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Das glaube ich dir sogar. Ja, na dann. Lass uns mal Kaffee besorgen.
Türknopf. Oh, da geht's rein. Oder auch nicht. Joa, na dann. Zum Rathaus. Zum Sitzungssaal, zur Poststelle. Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnen. Der hat ja eine sehr weibliche Stimme. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Sechs von der Tür. Eine sehr, sehr feminine Stimme. Die Lotti. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Freut mich, dich zu treffen, Lotti. Ja. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen bist. Zieh dir eine Nummer. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen. Wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mehr für mich? Für dich ganz besonders nicht. Was für eine zärtliche Stimme. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also, ich, heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Ist richtig. Wer ist denn als nächstes dran? Da passiert recht wenig. 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben, aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ahnung. Da müssen wir doch wohl mal zu Wenzel und ihm mal seine Wartnummer knüpfen. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Können wir Lotti mit dem Topfell? Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange aufbessern könnte? Jeder wird aufgerufen. Wenn seine Nummer. Hab's verstanden. Keine Ausnahmen. Ein Schwamm. Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange aufbessern könnte? Jeder wird aufgerufen. Ja, ja. So, na, vielleicht können wir die überreden, dass wir uns vorlassen, die Miek. Nette Hüte, hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplan hergestellt hat. So ungefähr. Hey. Die hat mir meine Frau genäht. Oh. Also doch der Typ, der die Haptikplan gemacht hat. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Ja, da war ich schon. Ich bin bewusstlos. Ich frag nochmal. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Aha. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister will mich. Sie könnte mir den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostzucken die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Die feinen Herren wollen so, das Mädchen missbrauchen. Dreckige Arbeiten. Was? Der hat aber auch seine Vorstellungen. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dir hinten an. Na dann, Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann,
Willst du meinen Stuhl haben? Wir sollen bitte was zu trinken holen, während du wartest. Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Ja, das wäre sehr nett, freundlich. Kaktuskuchen, aber keine Rosinen, bitte. Und, ach so, Mist, jetzt habe ich Hunger. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, ruf. Und wir quengeln, bis wir durchkommen. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Ja. Und halb. Ja, ja. Na, dann verschwinde ich halt. Verschwinde. Ich schätze, mit dem können wir nicht noch was anderes besprechen. Ich verschwinde. Tja, ein Hebel. Na, das doch. Oh, eine Nummer. Haben wir jetzt eine Nummer gezogen? Nummer nehmen. Ich verschwinde. Können wir nicht. Magnete. Ah, die dürfen wir noch irgendwann mal gebrauchen, oder? Wartenummer. Nummer 66. Was? Das ist nur meine Glückszahl. Nee, 62 ist meine Glückszahl. Wann bin ich dran? Lass sehen. Oh, das dauert wohl noch. Mist, ich muss irgendwie diese Besetzungscouch für verrückte Hutmacher entrümpeln. Tja, also erstmal Wenzel überrumpeln und dem seine Nummer abgreifen und dann die drei hier irgendwie loswerden. Tja, Hey, wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Ja, ja. Bin ja schon weg. Sehr gut, das war kein so langer Aufenthalt. Na dann schauen wir mal bei Wenzel vorbei, würde ich sagen. Der liebe Wenzel. Da holen wir uns doch mal was ab. Wenzel, du hast was ich haben will. Wie war Wenzel? Hey Wenzel, was gibt es? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Willst du gar nicht zum Rathaus und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich die Drecksack. Oder eine Wasserader finden würde. Zieht sich die erste Wartenummer und ist jetzt sofort dran, aber. Du blockierst die Warteschlange. Ganz ehrlich. Solange ich keine Wasserader gefunden habe. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Du blockierst die Warteschlange. Ja, und? Wenn ich keine Wasserader gefunden habe? Du nervst. Ich will mein Erbe zurück. Das außerdem. Vergiss es einfach. Bis später. Genau. Wünsche Rute. Da, Rufus. Sie gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo dagegen deine Quelle. Und wenn ja, fasel nicht. Bleibt. Ja, ich schätze, hier kommen wir auch nicht weiter. Ja.
Na dann. Joa, hier hoch. Im Badezimmer. Nichts Neues. Na dann, müssen wir wohl erstmal einen anderen Weg finden, wie wir den Wenzel loswerden. Oder vielleicht versuchen wir erstmal die anderen Wartenummern loszuwerden. Die drei Leute, die dort sitzen, suchen wir erstmal das mit den Magneten hinzukriegen. Die Magneten haben wir ja schon, die können wir ja einsetzen hier in der Mine. Ja, was? Der Gast hat es ja schon gesehen. Da waren wir schon, wie wir es tun sollen. Sprengsignal.